Liebe Brüder und Schwestern, es gibt ja auch so manche moderne Theologen, die behaupten, es gibt keinen Teufel und keine Dämonen. Aber das heutige Evangelium sagt uns etwas anderes. Ja, Jesus in der Synagoge von Kapharnaum, er treibt die bösen Geister aus. Ja, und es ist nicht bloß eine Krankheit, die da dieser Mann hat, sondern es ist wirklich ein böser Geist. Ja, es gibt die Dämonen, die bösen Geister, die wirksam sind, auch heute. Aber das soll uns nicht erschrecken, denn Jesus besiegt die Macht des Bösen. Er hat den Teufel besiegt, die bösen Geister, die Dämonen. Ja, wer ihm vertraut, ist geschützt. Ja, die Macht des Bösen ist heutzutage aktiv, wirksam. Ja, die Dämonen, sie verführen die Menschen. Das sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir von den Gräueltaten der IS hören, die Dinge tun, die menschlich gesehen einfach nicht mehr erklärbar sind. Grausamkeiten, die ja das menschliche Maß bei weitem übersteigen. Ja, diese Menschen sind verführt und verblendet von der Macht des Bösen, von den Dämonen getrieben. Sie sind grausam und rücksichtslos. Aber Jesus, er ist der Retter. Wir dürfen ihm, seiner rettenden Macht, vertrauen wie die Heiligen, wie zum Beispiel auch der heilige Pfarrer von Ars, der ja auch mit den bösen Geistern kämpfen musste, der auch viel zu leiden hatte. Ja, so manche Heilige, so können wir lesen, haben gegen die Dämonen gekämpft, aber sie besiegt durch die Kraft Gottes, durch die Gnade Jesu Christi, des Herrn. Auch moderne Heilige, wie zum Beispiel auch der Pater Pio und viele andere. Ja, so gibt es heutzutage auch wahre Propheten, nicht nur diese falschen Lehrer, die die Menschen in die Irre führen mit ihren gottlosen Ideologien, die die Menschen ins Verderben reißen, wie zum Beispiel unter den Kommunisten, diese kommunistische Ideologie, die so viele Menschen ins Leid gestürzt hat. Ideologien, die behaupten, ja, die Ehe sei für alle, für gleichgeschlechtliche Partner ebenso. Aber die Schrift sagt uns und die Kirche sagt uns, dass die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau möglich ist. Es ist ein heiliges Sakrament, ein heiliges Zeichen für diese dreifaltige und eine Liebe Gottes in uns und unter uns. Ja, halten wir uns an die Gebote Gottes und an das, was die Kirche uns lehrt, dann sind wir sicher, dann gehen wir nicht in die Irre, dann sind wir unterwegs auf dem Weg des Heiles, auf dem Weg des Lebens. Dann werden uns falsche Ideologien nicht ins Unglück und ins Leid stürzen können. Ja, Gott schenkt Heil und Rettung. Glauben wir nicht diesen Stimmen, die behaupten, ja, der Mensch, der ungeborene Mensch im Mutterschoß habe keine Würde. Ja, der Mensch hat menschliche Würde vom ersten Augenblick seiner Empfängnis an, hat menschliche Rechte, Recht auf das Leben, ja, Recht vom ersten Augenblick an bis zu seinem natürlichen Tod. Ja, der Mensch ist nicht Herr über sein eigenes Leben. Wir wissen, dass Gott uns das Leben geschenkt hat, dass wir unserem Schöpfergott das Leben verdanken. Er ist der Herr des Lebens. Er schenkt es und er nimmt es und wir dürfen es dankbar aus seiner Hand empfangen. Und auch wir sollen Schützer und Verteidiger des Lebens sein. Ja, diese Kultur des Todes, wie schon Papst Johannes Paul II. Gesagt hat, möchte sich ausbreiten. Aber wir als Glaubende sind auch prophetisches Zeichen für die Welt.
Wir sind Verteidiger des Lebens, wir verbreiten ja die Kultur des Lebens, die frohe Botschaft, das Evangelium. So sind wir ja Propheten im Namen Jesu. Jeder Getaufte ist ein prophetisches Zeichen für die ganze Welt, dass wir einen Schöpfer haben, einen Gott und Vater im Himmel, der uns Gebote gegeben hat, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben, damit wir die wahre Freude finden und die wahre Freiheit. Ja, auch heutzutage gibt es moderne Propheten, die im Namen Gottes sprechen, die nicht in die Irre führen, die keine Lügen verkünden, sondern wirklich die Wahrheit bezeugen. Unter diesen vielen Propheten denke ich zum Beispiel auch an einen Mann, er heißt Alan Ames. Vielleicht haben Sie schon etwas von ihm gehört. Er ist in England, in Großbritannien geboren, war zunächst ganz auf Abwägen. Er kümmerte sich nicht um die Gebote Gottes. Er verfiel dem Alkohol, den Drogen, war ganz weit weg vom Glauben, von Christus. Aber hatte dann im Jahr 1993 ein einschneidendes Erlebnis. Ja, er begegnete Christus, er begegnete Gott sozusagen und bekehrte sich. Er änderte von Grund auf sein Leben, lebte dann auch in Australien und bezeugt heute Christus, seine Wahrheit, seine Auferstehung. Er ist Zeuge für die Auferstehung Jesu, dem er begegnet ist. So gibt es viele andere Menschen, die ebenso Zeugnis ablegen von ihrer Begegnung mit Gott, ja von dieser Kraft des Heiligen Geistes, der uns geschenkt worden ist. Dieser Alan Ames hat ja auch ganz besondere Charismen, Geistesgaben empfangen, Gaben der Heilung, der Prophetie, ja der Macht, auch dieses Böse, diese Dämonen auszutreiben. Er ist ganz verbunden mit Christus und er hat auch ein paar Bücher geschrieben. Vielleicht haben Sie Zeit, einmal eines seiner Bücher zu lesen. Sie sind wirklich sehr berührend und erbauend. Sie heißen zum Beispiel auch »Mit den Augen Jesus sehen«. Da sagt ihm Jesus, wie er die Menschen sieht, wie er ja das Evangelium verkündet hat. Man ist da ganz sozusagen mit Jesus vereint und verlernt dieses, ja, die Gedanken Gottes besser zu verstehen, wie Gott denkt, wie Jesus denkt, wie er die Menschen sieht. Es ist ein Sehen, ein Anschauen, ein Blick, der unfassbar liebevoll ist. Ja, mit unfassbarer Liebe schaut Gott uns an, mit einem unfassbaren Erbarmen, mit Güte, mit Vergebung. Ja, das soll uns Mut machen, unser Vertrauen stärken, unseren Glauben erneuern, dass wir alle Dämonen aus unserem Leben hinausschmeißen, hinauswerfen, die manchmal so mit diesen Begierden kommen wollen, die den Platz Gottes einnehmen wollen, dieser Dämon der Macht und der Ehre zum Beispiel, wo man nicht mehr Gott und das Heil seiner Mitmenschen sucht, sondern nur mehr sich selbst. Die Dämonen des Geldes, des Materialismus, des Besitzes, des Ansehens unter den Menschen. Ja, und die Dämonen des Fleisches, der fleischlichen Begierde, wo man nicht mehr das Heil der Seele sucht, wo man gar nicht mehr daran denkt, dass man eine unsterbliche Seele hat, wo man alles nur mehr sich ja auf das Fleisch, auf den Leib und den Körper konzentriert. Auch das sind letztlich auch Dämonen, die verführen, die zerstören. All diese Mächte sollen wir durchschauen, erkennen, durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist. Dazu schenkt uns der Herr die Gnade. Vertrauen wir ihm auch jetzt wieder neu und empfangen wir sein Fleisch und sein Blut im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Dann sind wir erfüllt von der Kraft Gottes und vertrauen wir seiner liebenden Vorsehung. Amen.